Heute gibt's einen ganz besonderen Stadionvlog in der UEFA Champions League. Die Bayern spielen versus Barca. Ich bin gerade eben in München angekommen und ich gehe jetzt hier im Löwenbräu-Keller mit dem deutschen Barca-Fanclub etwas essen. Hier ist alles schon richtig schön dekoriert. Da ist Daniele Freunde, unser Chef vom Fanclub. Und da ist der Josep Ignasi. Das ist die rechte Hand vom Präsidenten von Barca. Wir werden natürlich noch viel mehr im Auswärtsblock sein, aber nur von unserem Fanclub. 170 Mitglieder sind morgen da. Ein Fernsehteam ist auch vor Ort. Sabisco Wasser, ey! Ey! Sabisco Wasser, ey! Was geht ab, Digga? Alles gut? Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Boah, sogar da ist ein Wimpel von uns. Nice. Bayerische Peña Blaugrana. Hallo. Ja, klar, natürlich. Da ist auch ein offizieller Fotograf von Barca, der bearbeitet gerade die Bilder vom Abschlusstraining. Bueno, los últimos partidos contra el Bayern nos dañaron mucho. Bueno, antes que no, pero ha cambiado el equipo, tenemos claro. Un equipo prácticamente nuevo. Ganamos mañana 2-1. Firmo ahora mismo, firmo ahora mismo. Gracias. Sí, también. Für jeden gibt es ein leckeres Schnitzel, Freunde, so muss es sein. Lecker, lecker, lecker. Ah, Leute, das ist ja riesig. Eine Maß, ein Liter. Maß. Ist auch nochmal lecker. Wir haben gerade noch vom Verein ein kleines Geschenk bekommen. Hier diesen Kugelschreiber und noch so einen Stecker fürs T-Shirt. Oh, jetzt geht's noch kurz in die Shisha-Bar, Freunde, zusammen mit Tabak, Payne und Mehdi. Auf der Rückbank ist die Ellie Geller Cup-Trophäe, natürlich auch angeschnallt. Ist nämlich ein Wanderpokal. Mahlzeit, Männer. Was geht ab? Mehdi, hast du gut geschlafen nach dem Turniersieg? Ich habe die Medaille auf meinem Platz gelegt neben mir. Ich habe geschlafen wie Mehdi. Geil. Oh, Sushi kann das nicht Payne auf. Gesund natürlich Wasser, ne, damit die Gains auch bleiben. Angekommen wieder im Hotel Tabak. Boah, was für ein geiles Son Goku-Bild. Auch von Alio gemalt. Unterschriebenes Bayern-Trikot hängt hier noch. Dann noch von Haaland. Das habe ich Tone geschenkt. Jo. Und schmeckt der Pokal, Bro? Ja, Bro. Das ist die Zahlung, dass ich schlafen darf. Den musst du jetzt ein bisschen lagern hier ein paar Tage, Bro. Tone, seine Wohnung wirklich sehr, sehr gemütlich. Auch hier mit den geilen Displays, Maradona. Hier ist sein Streaming-Setup. Boah, was ist denn hier noch am Start? Ui, die haben wir zusammengezogen in einem Display, Tone, gell? Und diese Karte, kennst du die? Das ist so die gehypteste One Piece-Karte. Also die coolste. Shanks am Stissel. Was darf in einem Vlog von mir nicht fehlen? Badge-Prom. Ja? Ich hab's ab einer Woche nicht bezogen, gell? Richtig. Jo. Das hast du hier. Egal. Morgen früh schneide ich dann noch das Video vom Turnier, Freunde. Das ist heute mein Schlafplatz. Tone bringt mir gleich noch die Dragon Ball Bettwäsche. Joch. Barca-Schuhe habe ich natürlich auch dabei. Und noch die zwei Trikots, Pedri und Lewandowski. Aber ich glaube, ich entscheide mich für dieses hier. Ah, da ist es ja schon. Die Bettwäsche ist da, Bro. Danke. Ich hoffe, du kannst gut schlafen. Einmal bitte noch beziehen. Soll ich das Bett noch ausfahren? Ja. Okay. Nein, fast schon so, Bro. Ach, da fühlt man sich doch wohl. Danke. Ich finde es so geil, dass du kommst. Das ist geil, gell? Das mit den Kreuzes endgeil. Und du siehst doch das Muster auf dem Trikot, oder, Tone? Ja. Das ist der Stadtplan von Barcelona. Krass. Tone ist ja Bayern-Fan, er zieht natürlich morgen das rote Trikot an. Oh, ach, du hast das neue Schwarz, ja, oder was? Das neue Schwarz. Das hat mir sogar Bayern geschickt. Aber Bro, du hast auch dieses Trikot, sehe ich hier gerade. Zieh mal das lieber morgen an. Ich kam noch gar nicht dazu, Freunde, mir die Highlights anzuschauen von Real Madrid. Die sind aktuell echt auch wieder krass in Form. Leute, ich habe gerade 7 Stunden das letzte Video geschnitten. Alio ist am Start. Auch alle in Tones Wohnung. Eli, was tippst du? Kümmer dich um meinen Pokal. Darum musst du dich. Wo ist denn der überhaupt, Digga? Ja, hier. Bayern gewinnt 2-1. 2-1? Barca. Ich sag 2-1 Barca. Genau andersrum. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video ist gesponsert von Spitch, dem Live-Fußballmanager. Eli, Tone, ich, wir sind da alle Partner. Und es geht darum in der App, dass ihr eine Elf zusammenstellt in der jeweiligen Liga oder in einem Pokal. Wettbewerb. Ich habe jetzt für heute schon etwas für die Champions League erstellt und je nachdem wie eure Elf im echten Fußball performt, bekommt ihr dann Punkte gut geschrieben. Außerdem gibt es jetzt noch ein neues Update. Ihr könnt euch nämlich privat mit euren Freunden in Communities duellieren und messen oder auch einer öffentlichen Community joinen. Ich habe jetzt auch mal selber eine eigene erstellt. Link dazu ist oben in der Videobeschreibung. Man kann nur sein Titelbild, das Profilbild anpassen und ich bin echt gespannt, wer von uns allen der beste Manager ist. Und ihr könnt auch zwischen den beliebten Spielmodi auswählen, doppelt oder nichts, größte Gewinnzone oder auch ein eigenes Turnier. Ihr könnt aber auch einen eigenen Saisonmodus auswählen und es ist euch natürlich auch komplett freigestellt, ob ihr gratis zockt oder auch mit etwas Einsatz. Ihr findet die Community-Section unten rechts neben Lobby und beim Plus könnt ihr euch dann eine eigene Community erstellen oder wie gesagt einfach meiner joinen. Der Link zu Spitch ist oben in der Videobeschreibung, könnt ihr euch sehr gerne runterladen und jetzt weiter geht's.
Ich fahre jetzt in die Innenstadt in ein Hotel und hole dort mein Ticket ab. Das ist dort vom Verein hinterlegt. Das alles ist speziell organisiert, Freunde, wenn man im Auswärtsblock sitzt. Und entschuldigt, ich habe kaum geschlafen die Nacht, um alles noch zu schaffen für euch, Freunde. Und ich bin einfach so krank aufgeregt schon. Hier seht ihr übrigens nochmal die Goldmedaille vom Eli Geller Cup. Richtig fresh. Es sollen noch insgesamt 600 polnische Barca-Fans anreisen mit keine Ahnung wie viel Bussen. Also wir werden insgesamt 1500 Fans in unserem Sektor sein. Visca Barca, hey, was geht's, Chef? Okay, sehr gut. Hier sieht's richtig aus. Hola. Hola. Jawohl, Digga, Mann. Vamos, vamos. Jawohl, hier sind wir richtig. Ich muss jetzt hier meinen Mitgliederausweis vorzeigen. Erster. Da ist es, Leute. Ey, was geht, Digga? Alles klar, warte. 3-1, Barca. Okay, vamos. Bis gleich, Barca, ja? Wir sehen uns später, Bro. Ciao. Alex, was geht? Ist eine Flagge dabei? Ja, alles für den Barca. Nice. Fußball zu Barcelona. Wo ist mein Essen, Tone? Es kommt gleich. Ja, danke. Was tippst du? 4-1. Ich hoffe, dass es ein richtig schöner Dealer wird, wo du richtig gebrochen wirst. Ich will nicht weinen. Gönn doch nach dem 8-2 und so. Lever trifft heute zu uns. Ich kann ja Barca, dass sie Zweiter werden. Dann trifft man nochmal aufeinander. Okay. Boah, wie lecker. Gediegenes Thai Curry. Danke fürs Ausgeben, gell? Ja. Nein, Spaß. Da hinten sehen wir auch schon die Allianz Arena. Wir müssen jetzt kurz hier durch den U-Bahn-Abschnitt durchlaufen. Du bist auch für Barca, gell? Yes, natürlich. Jawohl. Heute gibt es eine Klatsche, gell? Nein, gibt's nicht. Alles klar? Freut mich. Was tippst du? YouTuber. Hallo, hi. 4-1. Und du? 3-1. Oh, was hast du? Du hast ein Oldschool-Champions-League-Trikot, ne? Oh, mit Lahm noch. Geil. Nice. Danke. Was, bitte? Oh. Ja. Klar, komm. Danke. Was, bitte? Boah, ich verliere sonst die Jungs. Da vorne hat auch einer ein geiles Oldschool-Eto-Trikot. Eli wird gleich dieses andere belagert, Freunde. Ich bin geschützt im Auswärtsblock. Aber alles mein Dings natürlich. Ach, du hast VIP, ne? Ja, okay, aber ich glaube trotzdem. Robert Lewandowski kehrt heute in seine alte Heimat zurück und ich bin echt gespannt, wie ihn die Fans empfangen werden. Salihamidzic und die anderen Führungsbosse haben sich ja ausdrücklich dazu ausgesprochen, dass die Fans ihn bitte mit Respekt begrüßen sollen und bitte nicht mit Buh rufen, aber ich habe da so meine Skepsis. Barca hat in der Geschichte noch nie in der Allianz Arena gewonnen. Immer waren sie nur in den Hinspielen, wenn überhaupt erfolgreich. Damals 2009 mit 4-0, dann ein paar Jahre später wurden wir insgesamt mit 7-0 abgeschlachtet nach Hin- und Rückspiel. 2015 haben wir zu Hause wieder 3-0 gewonnen mit dem berühmten Messi-Lupfer, wo Boateng hingefallen ist. Rückspiel war dann 3-2 für Bayern in der Allianz Arena. Ansonsten müssen wir nicht drüber reden, Freunde, was letztes Jahr abging und vor allem das 8-2. Aber es ist eigentlich mal so weit, dass wir es endlich hier packen. Seid ihr hyped, oder was? Ja, ja, schon, ja. Nice, nice. Extra aus der Schweiz gekommen. Hier läuft auch schon typisch bayerische Musik hier am Saxophon. Vamos! Das ist für mich heute gefühlt wirklich wie ein Finale. Ich bin extrem angespannt. Ist hier ein Barca-Fan von euch? Ah, du! Alle nur alleine! Sonst nur Bayern-Fans! Europa-Pokal! 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 Fußball zu Barcelona! Okay. Oh, ich hab ein paar Büsseblecke schon bekommen gerade eben. Boah, Leute, danke. Wirklich schon 200 Fotos oder so gemacht. Komm, mach mal, Digga, komm. Visca Barça, vamos, vamos. Visca Barça. Ja, normal. Ach, du bist Deutsch? Katalonien. Hola, Visca Katalonien, vamos. Ja, ich versuche jetzt schnellstmöglichst durchzukommen. In 15 Minuten beginnt schon das Aufwärmen. Nagelsmann, der Trainer von Bayern, hat auch gesagt, man muss die ganzen letzten Ergebnisse zwischen Bayern und Barca von der Festplatte löschen. Also es zählt gar nichts mehr. Alles ist wieder auf Null. Komplett neue Mannschaften treten sich gegenüber. Vor allem natürlich bei den Blaugrana hat sich extrem viel getan. Da drüben kommen nur Heimfans rein. Ich muss jetzt hier über die Brücke laufen und komplett eine Runde ums Stadion drehen zum Gästebereich. Uff, hier ist natürlich deutlich entspannter schon. Aber es ist immer noch der Stau der Vergeltung am Start. Was geht, Jungs? Sehr hi, viel Spaß, gell? Hier sind unzählige Fanbusse, die von überall anreisen. Alles klar? Was geht, Jungs? Oh, nice, Bruder. Sehr gut, so will ich sehen. Ich habe gerade so lange gewartet, um reinzukommen und dann sagen sie zu mir, dass ich wieder falsch bin. Ich wurde aber davor dorthin geschickt. Jetzt muss ich zu einem gesonderten Gästeeingang. Ich hab's eh schon gedacht. Was geht? Bruder, Mann, Alter, ich raste gleich aus. Nach Elis Turnier muss ich hier solche Extraschichten einlegen. Ich bin hier einfach gerade im Arsch der Welt. Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Das kommt, glaube ich, auf Kamera gar nicht so rüber. Aber ich bin echt schon weit entfernt. Jetzt bin ich aber richtig. Jetzt aber. Wir laufen da nicht durch. Ihr glaubt gar nicht, was das jetzt hier für ein Act war. In Napoli gesehen, ich hab den Frankfurt gesehen, das sehe ich hier, Bro. Bro, ich erinnere mich sogar an dich, in Napoli vor allem. Visca Barça. Wir müssen nach oben.
Vamos. Ich habe gerade eben schon die Startaufstellung gesehen. Petri und Gabi starten von Anfang an vorne im Mittelfeld. Ein 18- und 19-Jähriger übernehmen die Verantwortung. Ansonsten gibt es keine Überraschungen, außer vielleicht, dass Alonso startet statt Valde. Ein paar Meter fehlen noch. Hier links müssen wir rein. Leute, das habe ich noch nie gesehen. Hier gibt es sogar noch mal eine Zusatzkontrolle. Finally, erster Blick ins Stadion. Unser Block geht von dort drüben. Bis einmal komplett nach links. Das geht los. Anton, der wartet schon die ganze Zeit auf dich. Sehr, ist alles klar? Foto machen. Der Block geht bis ganz da oben, Leute. Deutsche Wasserfest hier, aber auch sonst europaweit angereist teilweise. Dann kommt Wasser rein! Man hört euch hier gar keine Pfiffe, weil wir hier so laut sind. Und da ist er, als allerletzter Robert. Visca Wasser! Visca Catalunya! Visca Wasser! Visca Catalunya! Visca Wasser! Visca Catalunya! Schön, dass du da bist, Robert Lewandowski! Ich glaube, ich habe auch minimal Pfiffe gegen Robert wahrgenommen daneben. Lewandowski! 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 Auf meinem Platz gibt es sogar noch einen Stuttgart-Sticker vom letzten Spiel. Aber ich muss sagen, ich feiere die Sicht vom Auswärtsblock wirklich extrem von der Allianz Arena, weil im Camp Nou zum Beispiel ist es bodenlos, weil davor diese riesige Scheibe ist. Hier ist alles clean, nichts davor, perfekt. Siala? Ja. Auch von Anfang an. Vor Jamal habe ich auch ziemlich Angst vor seinen gefährlichen Schlangendribblings. Barca! 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 Also bisher hört man noch gar nichts von der Südkurve. Wir kennen uns schon aus Frankfurt. Ja, ich weiß. Im Zug haben wir uns gesehen, ne? Ich habe schon so viele Barca-Fans getroffen, die ich in Neapel gesehen habe. Oder in Frankfurt. Einfach eine geile Gemeinschaft. Jo, Arlen, Benni, ich grüße euch. Dankeschön. Der Chef vom Fanclub kommt, er hat eine Genehmigung für eine Trommel bekommen. Jawohl! Visca Wasser, Visca Wasser, ey! Ey! Visca Wasser, Visca Wasser, ey! Visca Wasser, Visca Wasser, ey! Boah, Freunde, jetzt schon kurz Gänsehaut bekommen. Ich hoffe, oh, die Fahne! Ich hoffe, die Spieler spüren auch den Hype. Daniele! Nein! Warst du im Stau, oder was? Aber wie? Barca! 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 Hey, sehr gut. Zack. Ja, klar, nochmal. Samuel Lionel, Leute, die haben wir einmal im Restaurant getroffen. Da seht ihr nochmal unsere Startelf. Hey, ich habe jetzt schon keine Stimme mehr. Hey! Aufstellung von den Bayern gleich. Die Lichter gehen aus in der Allianz Arena. Und hier hört man halt wirklich fast nichts von den Münchern, aber ist auch ganz normal. Aber auch andersrum von da drüber hört sie uns auch sehr leise. Lewandowski, Doppelpack heute! Jetzt los! Alle, alle wird gerade angestellt! Alle, alle, alle! Musiala, er hat gesagt, seine Lieblingsmannschaft ist Barca, zumindest in seiner Kindheit gewesen. Wir sind da für euch. Achtung! Nein. Weg mit der Scheiße! Oh, gut gerettet, Alonso. Stark! Barcelona!
Pedri! Oh Gott! Neuer zeigt aber auch mal seine Weltklasse. Pedri hatte gerade so eine klasse Aktion, ich habe es leider nicht aufgenommen. Klickt ihr zurecht, sprecht Chöre. Ja, sehr guter Zweikampf. Pedri! Super, Junge, weiter! Komm, Dembélé! Man merkt, die Bayern haben gehörig Respekt, aber auch zurecht. Barca! Ich glaube, ich bin die nächsten Wochen nur noch per Textnachrichten erreichbar. Keine Anrufe mehr. Mannschaft, Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so confident auswärts in München auftreten werden. Ole! Mané wird mit drei Mann verteidigt. Stark gemacht. Pedri wieder. Ole! Da wird der nächste Schuss geblockt. Ich fass es nicht! Deswegen hoffe ich, klappt es in der zweiten Halbzeit. Wurdest du was? Ja, können wir. Okay, machen wir. Ab hier kommt man nicht mehr weiter, weil da ist so ein Zaun davor und auch Polizei ist abgesperrt. Ich brauche jetzt unbedingt etwas zu trinken. Du bist auf der falschen Seite. Nein, aber ich bin so. Ja, immerhin. Nächste Chance wieder. Ich habe gerade eben übrigens die Wiederholung gesehen. Das war ein glasklarer Elfer in der ersten Halbzeit. Das ist lächerlich, dass der VAR nicht eingegriffen hat. Boah, ist so sauer. Daniel, es war ein Elfer in der ersten Halbzeit. Hast du gesehen? Unfassbar. Nur ein Mann hat er gespielt. Kein Ball, nix. Deswegen, ich schiebe dich. Danke! Siala auf Sané.
Stuttgart. 15. Spielminute. Auf die Vorarbeit von Musiala kann man nichts sagen. Unsere Nummer 10, schon, das Spiel plätschert mittlerweile vor sich hin. In wenigen Sekunden wird der Schiri die Partie abpfeifen. Das ist wirklich so bitter, Freunde. Die Spieler kommen nochmal in unserer Kurve. Trotzdem sehr gut gespielt, Jungs. Und auch die Bayern gehen zu ihrer Kurve. Was soll man sagen? An dem anderen Tag machen wir wahrscheinlich aus den ganzen Chancen mindestens 3 Buden. Trotzdem, GGs an die Münchner. Erste Halbzeit haben wir so dominiert und die zweite Hälfte war dann eine komplett andere Partie. Aber auch da hatten wir unsere Chancen. Zu Null ist halt echt schon sehr, sehr bitter. Ich bin Bayern-Fan, aber Barca war nicht schlecht. Gavi und Petri, Macher auf der 6. Eigentlich waren wir auf Augenhöhe heute. Es ärgert mich halt so. Lewandowski, ich hoffe wenigstens im Camp Nou, Leute, reißen wir das Ding. Glückwunsch an die Bayern. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Haut rein und ciao.